Beim nächsten Projekt haben sich Tobias und Mitya Gedanken gemacht, was man beachten muss, wenn man Gesetze löscht oder zurücknimmt. Eure Bühne, bitteschön. Danke. Hallo erstmal. Wir sind Safe Delete für Gesetze. Tobias und ich haben das jetzt gemacht. Ja, erstmal zum Problem. Gesetze verweisen an ganz vielen Stellen auf andere Gesetze. Und wenn man aber jetzt das Gesetz, auf das verwiesen wird, löscht, dann macht dieser Verweis keinen Sinn mehr. Als Beispiel gibt es zum Beispiel der Paragraph 144 Grundgesetz, der sagt kurz ausgedrückt, dass die Bürger und Bürgerinnen in den in Paragraph 23 genannten Bundesländern wahlberechtigt sind. Das Problem ist, Paragraph 23 Grundgesetz gibt es in der Form gar nicht mehr. Jetzt macht diese Referenz gar keinen Sinn mehr. Genau, unsere Lösung war es, also wenn man jetzt zum Beispiel vor dem Löschen eines Gesetzes nachgucken würde, auf was das Gesetz verwiesen wird, genau, wo das Gesetz verwiesen wird, aber man kann ja nicht so einfach selbstständig 240.000 Absätze Gesetze durchlesen. Und deswegen war unsere Lösung die Automatisierung. Konkret sieht das dann so aus, dass wir erstmal eine GUI haben, die ist in JavaFX geschrieben, das hat er gemacht. Dann haben wir einen Datenaustausch, also eine Datei, auf die beide Teile zugreifen, die ist in JSON, da drin steht, was für ein Gesetz gibt es, was für Paragraphen sind da drin, was für Absätze sind da drin und wo wird auf diese Absätze verwiesen. Um überhaupt an diese Daten dran zu kommen, haben wir ein Programm in C# zur Datenextraktion geschrieben. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo kommen diese Daten her? Die Daten kommen von gesetze-im-internet.de. Da kriegt man nämlich alle Gesetze in XML-Form und das ist die offizielle Seite des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz. Deswegen hat man dann auch annähernd alle gleich da. Das Problem war aber, dass alle Gesetze, die es aktuell gibt, sind etwa 6417, glaube ich, waren es, Gesetzesbücher geteilt, also eins davon ist dann das Grundgesetz, wo dann nochmal hunderte Paragraphen drin sind und das hat am Ende dann auch ein Viertel Gigabyte Speicherplatz gebraucht. Dann natürlich die Frage, wenn man Politiker ist, was kann ich in Zukunft besser machen? Natürlich erstmal unser Tool nutzen, weil dann löscht man keine Gesetze mehr, die noch irgendwo referenziert werden. Und man könnte vielleicht sich mal überlegen, Referenzen in eine einheitliche Form zu bringen, denn man hat an Stellen, wo steht ART.12, Paragraphzeichen 12, Artikel 12, dann kann man Artikel 12 ABS.1 oder Absatz 1 und so weiter schreiben und wenn man mit dem Tool all das erkennen wird, dann ist das ziemlich viel Arbeit, wie ich festgestellt habe. Genau, das ist noch ein Bild von der früheren Version unseres Programmes und wir zeigen jetzt nochmal einen Live-Test vom Programm. Genau. Also das wäre jetzt der Startbildschirm, da würde man jetzt alle Gesetzesbücher sehen und wenn man dann zum Beispiel jetzt hier auf das Grundgesetz, in das Grundgesetz reingehen würde, würde man hier die Paragraphen sehen. In Paragraphen sind dann noch weitere Subparagraphen und dann könnte man bei den Subparagraphen auf Verweise zugreifen, wenn jetzt irgendein anderes Gesetz auf diesen Paragraph verweist. In diesem Fall verweist kein Gesetz darauf. Die Nachricht, dass es noch nicht angezeigt wird, ist noch nicht da. Aber ja, okay. Und ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war's.
Ja. Ich fahre ich ja schon mal den Appell zwischendurch, dass ihr gesagt habt, dass so eine einheitliche Notation von Artikeln und Paragraphen bestehen sollte, was ja irgendwie auch so eine gewisse Transparenz oder ein Bestreben dessen für die ganzen Bürger darstellen sollte. Dann habt ihr wunderbar in dieser Pyramide aufgezeigt, was ihr alles für Technologien benutzt habt, allein zur Datenextraktion, die Programmiersprache C#, dann die grafische Oberfläche habt ihr mit Java gebildet, also habt ihr schon immens viel Vorerfahrung, dass ihr euch so breit mit dem Programmieren aufstellen konntet? Ja, ich denke, wir haben hier etwas mehr Vorerfahrung als der Durchschnitt, aber wir sind natürlich immer noch Jugendliche, von daher, ja. Okay, wunderbar. Und schon mal die Idee gehabt, irgendwie an die Landesministerin der Justiz oder an die Bundesministerin Frau Barley heranzutreten, dass es doch eine tolle Sache wäre, dass sie halt nicht einfach die Gesetze aus dem Netz löschen sollte, mal Kontakte herstellen? Natürlich kann man das gucken. Erstmal ist das Ziel, dass man das Programm fertig hat, dann in eine fertige Form exportiert, sodass man es auch nutzen kann, weil wenn man eine Stunde warten muss, bis erstmal alle Gesetze runtergeladen sind, ist das nicht für Politiker nutzbar. Klare Ansage. Also Effizienz ist auf jeden Fall eine weitere Ausbaustufe. Das heißt, ihr habt noch viel vor mit eurem Programm. Danke auf jeden Fall für eure Eindrücke.